Hey ihr Lieben, da sind wir wieder. Ich und mein niedlicher kleiner Coronavirus, der mich husten lässt wie ein Berserker. Aber mir ist egal. Mir ist es egal. Ich huste halt ein bisschen, ne? Aber das ist alles ganz harmlos. Es ist nur so ein bisschen Müh-Corona. Das heißt aber ja nichts. Das heißt höchstens, dass ich gerade so nicht so richtig zurechnungsfähig bin und ich weiß, wo oben und unten ist, aber sonst geht's ja. Das ist dann ja schon wieder alles. Von daher, wir stellen uns mal nicht so an, ne? Ja, ich weiß. Ich weiß, was ich machen muss, Spiel. Danke, dass du mir das nochmal erzählst. Müll. Klingt immer wie so eine Kuh. Müll. Solange es dem noch schlecht geht, kann ich das ja noch nachvollziehen, ne? Aber danach. Kann doch mit diesem Müll eigentlich immer wieder aufhören. So, jetzt. Bringen wir das mit Grant hier eben zu Ende. Das klang jetzt falsch, ne? Gerade im Hinblick dessen, dass es ihm so schlecht geht. Oh. Danke. Nee. Das habe ich dann auch gemerkt, dass das doof war. Das klingt wirklich immer, als wenn ich denen das Wasser ins Gesicht kippe. Ich komme da nicht drüber weg. So. Aber ich glaube, ich hatte es geschafft, ne? Ich bin der Meinung, ich hatte es geschafft. Ja, danke schön. Das geht ja sonst auch nicht hier. Spätestens beim nächsten Meerschweinchen-Level hat sich das Thema wieder erledigt. Okay, ach, und danke. So. Sie tun alles, was sie können, um herauszufinden, was sein Koma verursacht hat. Wir haben uns heute Morgen über unseren Hawaii-Urlaub unterhalten. Grant hatte dort surfen gelernt und es ist seitdem seine große Leidenschaft. Mich bekommen keine 10 Pferde auf so ein Brett, aber ich liebe es, ihm dabei zuzusehen. Ein Freund hat mir geraten, in Zeiten, in denen ich Angst habe oder mir Sorgen mache, in einen glücklichen Tagtraum abzutauchen. Vielleicht erlebt Grant ja gerade so einen. Er hat einen glücklichen Tagtraum, wo er surft. Du hast bestimmt recht, danke, Allison. Schwelge fünfmal mit Eliza in Erinnerung. Kann ich das einfach so machen oder sagen? Nein, sie sagt mir das dann offensichtlich. Oh.
Einmal die Spritze, bitte. Und ich muss gleich wieder niesen. Oh Gott. Einfach sterben. Oh Gott, dieser Virus, ey. Ich hab das unterschätzt, das gebe ich ganz offen zu. Oh. Die zwei sind schon putzig. Manu. Es ist immer so schlimm, wenn es in einem so schlecht geht davon. Oh. Nee. Ich will jetzt noch ein Getränk darum fliegen. Ist ja super. Warum nicht? Am Ende hat das irgendwas mit seinem Surfen zu tun. Ich weiß nicht was, aber... Irgendwie habe ich so das dumme Gefühl. Dass das irgendwas miteinander zu tun hat. Oder mit dem Hawaii-Urlaub. Keine Ahnung. Dass da irgendwas in irgendein Bakterium, Virus, keine Ahnung, angefallen hat. Und das weiß einfach nur noch keiner. Irgendein Virus im Wasser. Ich weiß auch nicht, ist einfach nur so eine Vermutung von mir. Na Wahnsinn, wenigstens zwei haben wir schon mal gekriegt. Ich bin ja... Ach, was falle ich vom Hocker. Vor Begeisterung. Aber genauso begeistert bin ich morgens auch immer, wenn ich einen scheiß Corona-Test mache. Egal, nicht weiter drüber nachdenken. Du hast mich ausrufen lassen? Ich habe einen Patienten für eine Endoskopie und da du ja Rufbereitschaft hast. Meine Schicht ist bald zu Ende. Es dauert ja nur wenige Minuten. Alles in Ordnung? Ja, gib mir nur einen Moment Zeit, okay? Kein Problem. Wenn das nicht unser Versicherungsdoktor ist, brauchst du noch ein paar Nummern von mir? Ich brauche etwas anderes. Alles klar, ich habe verstanden. Unser Doktor braucht eine Dröhnung. Ein Krankenhaus voller Medikamente reicht dir wohl nicht, was? Oder sind sie dir auf der Spur? Kannst du mir helfen oder nicht? Das wird dich was kosten. Schicke Versicherungsdoktoren zahlen extra. Meine persönlichen Favoriten, die werden dir sicherlich gefallen. Was ist denn das für ein Benehmen, Versicherungsdoktor? Sag bitte. Kann ich jetzt bitte die Pillen haben? Viel Spaß.
Sophia, ich wäre jetzt soweit. Tut mir so leid. Ohne Scheiße, tut mir wirklich so leid, weil er macht das ja nicht freiwillig. Also es ist ja nicht... Mann. Also ich meine, es ist ja jetzt nicht so wie beim letzten Mal, dass er einfach aus Bock an der Freude da irgendwie, sondern weil das war ja unfreiwillig. Auch für ihn. Und deswegen finde ich das irgendwie auch so tragisch. Es ist ja jetzt nicht so, dass er so... Naja, ich nehme mal ein paar Tabletten, dann geht es mir besser. Sondern das ist ja wirklich jetzt... Er hat ja den Entzug und alles hinter sich gebracht und... jetzt sowas halt. Finde ich echt ein bisschen schwierig. Und es tut mir halt auch irgendwie leid. Also ich bin in den anderen Spielen auch nicht so gut mit ihm warm geworden, aber das hat er nur echt nicht verdient. Oh, weiß ich auch nicht. Naja, egal. Ist ein Spiel, ich darf mich doch nicht zu sehr reinhängen, aber... Er tut mir halt in diesem Teil echt megamäßig leid. In diesem Teil tut er mir einfach leid. Shit. Können ja nicht beide rauf. Könntet ihr bitte aufhören, immer gleichzeitig auf die gleichen Gerätschaften zu wollen. Oh. So, jetzt bin ich bei 4. Aber da fehlt da ja immer noch einer. Ein halber. Okay. Das ist machbar. Wenigstens das. Ich sag ja, ich bleib dabei. Er tut mir in diesem Teil so leid. Allison hat null Zeit für ihn. Wirklich null. Klar, die hat auch mega Stress, will ich alles nicht sagen. Aber er tut mir halt wirklich leid. Oh Gott. Da muss ich jetzt mal sorgen, dass die wieder frei wird. Entschuldigt bitte. Ich will euch nicht ins Ohr husten, aber ich habe gerade nicht die Möglichkeit, auf den passenden Knopf zu drücken.
Gott sei Dank. Ich glaube, nochmal hätte ich das ordentlich ertragen. Ihn da auch so. Boah. Nee. Ich glaube, nochmal kann ich das nicht. Ach, Entschuldigung, ich schniefel hier auch noch so vor mich hin. Ey. Ist toll, wenn man so ein Spiel spielt und man ist selber irgendwie krank. Macht mega Spaß. Oh. Versuch mal ein bisschen ordentlich zu boosten hier, um das loszuwerden. Hey. Erster Mann, das ist echt nicht schön. Ihn so zu sehen. Ist echt nicht schön. So, was haben wir denn hier? Sei schnell gegen die Zeit. Okay. Widmen wir uns dann doch mal wieder... diesen komischen Spielen hier. Gut, schnell sein kann ich einigermaßen. Hole 12 für sie in der ersten Hälfte. Oh Gott. Ja, dann müssen wir das ja gleich sowieso nochmal machen. Ich war wahrscheinlich doch einfach zu langsam. Das ist natürlich jetzt doof. Weil es tatsächlich eigentlich so ein Spiel ist, wo man, glaube ich, gut Punkte sammeln kann. Weil ich diesmal echt unendlich Leute ranballern kann. Aber gut. Das versuchen wir dann morgen nochmal, übermorgen nochmal. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut, ihr Lieben. Bye, bye.